Jeder von uns kennt folgende Situation. Man hat für etwas gebetet, ein Herzensanliegen. Und irgendwann spürt man, ja, das ist durch. Das Gebet ist erhört. Im Geistlichen ist es durchgekommen. Und wir wissen, jetzt muss es noch im Natürlichen freigesetzt werden. Und wir preisen den Herrn und loben ihn, was sehr gut ist, und freuen uns, dass wir unsere Gebetserhörung bald im Natürlichen erleben werden. Und vielleicht hast du für eine Heilung gebetet oder für eine Schwangerschaft, für einen Geschäftskontakt, für einen Ehepartner, für einen Durchbruch in irgendeinem Lebensbereich. Und die Zeit vergeht, einige Tage, einige Wochen, vielleicht Monate, und du bist immer noch einsam, du bist immer noch krank. Du bist immer noch in der Bedrängnis. Und dann stellt sich die Frage, wie reagierst du darauf? Und genau an diesem Punkt haben zahlreiche Christen ihre Gebetserhörung verspielt. Denn jetzt kommt der Feind und er versucht dir in dein Denken Enttäuschung hineinzugeben. Dass du enttäuscht bist darüber, dass das Gebet doch nicht erhört worden ist, dass du dich wohl verhört hast oder dass es überhaupt nicht funktioniert. Und dann fangen wir an und zerreden unsere eigene Gebetserhörung. Wir sagen Dinge, ach, wäre ja auch zu schön gewesen. So ein Gebet funktioniert bei mir nicht. Oder was auch immer, und wir negieren die Gebetserhörung, obwohl sie tatsächlich im Geistlichen freigesetzt ist. Du musst dir das so vorstellen. Wie eine Schwangerschaft. Wenn im Geistlichen ein Gebet erhört ist, muss es im Natürlichen noch hervorkommen. Und das dauert eine gewisse Zeit, bis es im Grunde genommen zur Geburt kommt. Und wenn du was Großes von Gott erbeten hast, dann wird es vielleicht länger dauern, bis es zur Geburt kommt. Und dann fangen wir an und zerreden das, was vielleicht kurz davor ist, hervorzukommen. Und wir verneinen es und wir werfen es im Grunde genommen weg. Und genau das ist die Absicht des Feindes. Im Grunde genommen ist es wie eine geistliche Abtreibung. Wir bringen das nicht zur Geburt, was Gott uns geben möchte. Das ist eine tragische Sache. Weißt du, die Bibel sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist ja gerade der Punkt. Der Glaube beschäftigt sich mit den Dingen, die noch nicht im Natürlichen sichtbar hervorgekommen sind und hält daran fest. Und wenn du im Glauben nicht daran festhältst, dann wird es niemals zur Geburt kommen. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, so sagt die Bibel. Ich möchte dich einfach ermutigen, dich nicht durch deine eigenen Worte dazu bringen zu lassen, deine Gebetserhörung zu negieren, sondern dass du verstehst, da ist etwas, wo ich dranbleiben muss. Da ist etwas, ich bin lieber ruhig, bevor ich irgendwas Negatives sage. Ich überlasse es dem Herrn, bis es hervorkommt. Ja, ich bleibe dran. Ich werfe das nicht weg. Die gute Nachricht bei der Sache ist jetzt, du kannst so etwas auch jederzeit wieder aktivieren. Vielleicht hast du den Fehler gemacht und hast tatsächlich eine Gebetserhörung, die du vielleicht schon vor längerer Zeit meinst empfangen zu haben, irgendwie durch deine Worte kaputt gemacht. Dann ist es ganz einfach. Geh zu Gott, bitte um Vergebung dafür, bitte, dass er das erneuert und neu wieder hervorbringt. Und im Grunde genommen bin ich sicher, dass du an der Stelle weiter starten kannst, wo du aufgehört hast. Und dass es vielleicht gar nicht sehr lange dauert, bis es hervorkommt. Ich glaube, dass die Dinge nicht verschwunden sind und dass die im Gebet gerne von Gott wieder reaktiviert werden für uns. Wende dich an Gott. Tu Buße dafür, wenn du Gebetserhörungen zerredet und kaputt gemacht hast. Und bitte ihn einfach, sie übernatürlich wiederherzustellen und in deinem Leben hervorzubringen, zur Geburt zu bringen. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.